So, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden bei Wohnmobile United, um dem schönen Günther ein neues Navigationsgerät oder überhaupt erstmal ein Navigationsgerät zu verpassen. Dazu ist die Firma Alpine zu uns gekommen und die wollen uns ein Gerät zur Verfügung stellen, dass wir mal gucken, wie das funktioniert, weil wir ja mal gesagt haben, wir brauchen eigentlich kein fest eingebautes, aber die möchten uns gern davon überzeugen, dass wir doch ein fest eingebautes haben möchten und werden uns das jetzt einbauen und das verfolgen wir jetzt alles und dann testen das später auch noch und ja, so fangen wir einfach mal an, oder? Oh, hier geht's schon ans Eingemachte. Hier geht's schon ans Eingemachte. Hier wird die Verkleidung abgenommen. Und da kommen schon hier die Herzstücke dieses Carrados, Fiat Ducatos raus. Und hier ist schon was auseinandergenommen worden. So sieht's gerade bei uns hier drinnen aus. Ein Wust, also erstmal ein ziemlich großer Wust an Gerätschaften und Teilen und Kartons und Tütchen und Kabelchen und so weiter. Aber ich glaube, das ist alles gar nicht so dramatisch, weil nachher sitzt das alles da drin. Hier werden Kabel übereinander gesteckt, Kabel miteinander verbunden mit dem, ich nenne es jetzt mal, wie heißt das Teil jetzt? Das Steuer, das Zentralgerät? Die Blackbox. Okay, das heißt also die Rückfahrkamera wird angeschlossen, Strom und so weiter, Lautsprecher und alles, was man so braucht, miteinander verbunden. Ich bin echt gespannt, wo die ganzen Teile, die hier rumliegen, noch hinverbaut werden sollen. Aber ich denke mal, die wissen, was sie machen. Jetzt mal Hand aufs Herz und nicht gelogen. Für jemanden, der jetzt das selber einbauen will, also ich wäre jetzt schon mal mit dem Kabelwust, der aus dem Carrado rauskommt, aus dem Fiat rauskommt. Ja, da gibt es ja nur einen Stecker, der aus dem Fiat rauskommt. Das ist der hier. Das hier. Da. Okay. Das ist der Fiat-Stecker. Der. Okay. Den stecke ich hier einmal bei uns rein. Und dieses gepolsterte und der zweite ist der Antennenstecker. Ach so. Ja, das sind die zwei. Ach, und der Rest ist alles schon von euch sozusagen vorbereitet. Und was halt jetzt nochmal zusätzlich Arbeit ist, halt jetzt mit dem Schalter, dass man halt jetzt... Genau, mit dem Schalter, dass wir Dauerstrom haben. Genau, dass wir halt jetzt hier nochmal rein müssen, das Kabel. Dann haben wir für DAB, haben wir jetzt hier einen Splitter eingebaut. Ja. Das heißt, ich mir aus dem einen Kabel, was hier einkommt, hier wird das Signal geteilt. Und dann geht einmal hier für Digital Radio und einmal dann in Analog. Ach so, genau, okay, ja. Ja. Das ist so, weil halt noch nicht so viele mit Original-DAB ausgestattet sind. Ja. Beziehungsweise viele Hersteller rüsten mittlerweile ja Dachantennen zahlenmäßig aus. Habe ich auch schon gesehen, ja. Das machen ja fast alle, mit allen, mit denen wir irgendwas zusammen machen, die haben alle mittlerweile die Dachantennen. Ja. Da kommt dann original schon DAB, UKW, alles von der Dachantenne. Okay. Und dann hat man entsprechend, ja, dann fällt halt dieser Adapter dann weg. Fällt der Adapter deswegen weg. Kann man den nicht mit irgendwie einem Kabelbaum einbauen, weil es halt so viele gibt, die das haben. Und dann habe ich das überflüssig drin. Ja. Ja gut, also so kompliziert scheint es doch nicht zu sein. Ich habe mir jetzt zwischendurch nicht genau aufgepasst und denke mir, oh, das ist ganz schön viel Kabel. Aber es ist doch einfacher, als ich jetzt dachte. Und ich denke mir auch für den Versierten, der sowas schon mal gemacht hat, der könnte das auch mit der Bedienungsanleitung, glaube ich, selber schaffen. Auf jeden Fall. Gut. Ich habe den Eindruck, wir können gleich Richtfest feiern. Weil jetzt ist schon hier, die Blackbox ist verschwunden in diesem Einbauschacht, der normalerweise auch ein Radio aufnehmen kann. Und jetzt ist aber bei diesem Gerät der Clou ja, dass das Display wesentlich größer ist und ein Stückchen weiter rauskommt, weil es ja da gar nicht von der Größe her da reinpasst. Da muss natürlich jetzt hier noch eine Halterung montiert werden, die das ganze Ding dann trägt. Und da ist er gerade dabei und das sieht ja schon ziemlich beeindruckend aus. Und ich bin gespannt, wie das nachher alles funktioniert. Habe ich mich hier verquasselt mit dem Peter und habe ganz vergessen zu zeigen, dass das jetzt schon so fertig ist, ja, so mit Bildschirm und Rahmen und so weiter. Also das wird jetzt nur noch festgeschraubt, eingeschraubt und dann, glaube ich, kann man schon einschalten. Ja, ach genau, sagt er. Wir sind gleich fertig. Aber erstmal sehr beeindruckend, das ist ja fast Tablet-Größe, oder? Das sind fast 9 Zoll oder wie viel? 9 Zoll, ja. 9 Zoll und ein normales Tablet hat 10, ne? Ja. Im Gegensatz zu, ich weiß nicht, wie viel Zoll bei einem normalen Gerät. Zwischen 6 und 7. Zwischen 6 und 7. So, das wollen wir jetzt aber nochmal genau sagen. Es ist hier eine echte detaillierte Einbauanleitung dabei bei dem Gerät.
dass also, wie gesagt, ein technisch ein bisschen versierter das auch schafft oder der schon mal ein Autoradio eingebaut hat oder sowas, der schafft auch dieses Gerät einzubauen, das ist überhaupt kein Problem. Und was uns gesagt wurde, dass auf YouTube auch eine detaillierte Einbauanleitung per Film hinterlegt ist und dass jeder Interessierte sich das angucken kann. Nochmal ganz genau im Detail, weil hier haben wir jetzt doch nicht jedes Detail zeigen können, weil wir ja, das sprengt den Rahmen am Ende, ne? Jetzt gucken wir hier nochmal über die Schulter, weil jetzt wird hier angeklemmt das Speed-Signal und das Rückfahrsignal. Das Speed-Signal und das Rückfahrsignal. Rückfahrsignal war mir bekannt, weil wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, muss das Gerät ja wissen, jetzt ist er eingelegt, ich muss die Kamera einschalten. Aber das Speed-Signal, das heißt, der greift direkt aus dem Auto die Tacho, also die Geschwindigkeit, die gemessene Geschwindigkeit ab. Also nicht nur über GPS, sondern auch direkt aus dem Fahrzeug. Okay, das hat den Vorteil, dass also im Tunnel das Fahrzeug weiterhin genau weiß, wie schnell es sich fortbewegt und es keine Unterbrechung gibt in der Navigation. Im Tunnel, Leute, ihr habt es gesehen bei dem Senec, das kann hier dann nicht passieren. Ah ja. Richtig, also deswegen ganz wichtig, oft fährt man durch lange Tunnel, auch Tunnel mit Abzweigung und dann weiß das Navigationsgerät ganz genau, stopp, hier muss ich rausfahren und ist nicht auf das GPS-Signal angewiesen. Genau, super. Und jetzt sagen wir auch noch, wer euch das gesagt hat. Das haben wir nämlich vorhin überhaupt vergessen, euch überhaupt vorzustellen. Also ich bin Peter Brandt von Eppen Electronics und mein Kollege Jean-Claude Regel, der fleißig am Arbeiten ist. Ja, der hat jetzt keine Zeit, sich vorzustellen, der muss arbeiten. hier fleißig dabei, alles ordentlich zu installieren und ich bin dabei, immer den Toni mit vielen Fragen zu belästigen. Ist doch andersrum, ich frage doch. Naja, ich habe aber auch viele Fragen, weil Toni und Leni sind ja auch für uns ganz interessant und mal sehen, was wir noch mit den beiden gemeinsam veranstalten können. Ja, vor allem, weil wir das Gerät ja testen, ja. Richtig. Und was ich erfahren habe, dass die Firma Alpine schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist und sehr viele Geräte für normale PKW und so weiter schon hergestellt hat und viel Erfahrung darin hat, aber auf dem Sektor Wohnmobile ganz, ganz frisch ist. Ja? Und deswegen sind auch wir jetzt hier mit dabei, um euch das ein bisschen näher zu bringen, dass Alpine so ein, ich hoffe, es sieht wirklich gut aus, auch tolles Gerät jetzt rausgebracht hat. Wir sind schon voll drin. Wir kriegen jetzt hier eine Ducato optimierte Soundeinstellung. Mal gucken, ob die meinen oder unseren Hörgewohnheiten auch optimiert ist. Wir streiten uns gerade drüber, ob Fahrer und Beifahrer ein Team sein können. Doch, das ist. Und bei der Leni und bei mir ist das wirklich so. Ich fahre lieber und sie navigiert lieber. Wobei wir das aber auch umgedreht machen können. Aber jedem, wie er das denkt. So, aber jetzt mal zum Gerät. Also es läuft jetzt schon. Ich bin schon beeindruckt über die Größe von dem Teil. Dann immer die Wahl, das Ganze mal über diese Wischtechnik, wie man es vom Telefon aus kennt. Kann aber ganz normal auch über die Tipptechnik. Ich tippe einfach drauf, bekomme ich genauso meine Sender angezeigt. Kann aber auch ganz normal klassisch, Hotkey. Wir können auch dann hier meinen Sender auswählen. Also gibt dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Bedienung. Wir können jetzt für das Profil entsprechend einen Namen vergeben. Ja. Erweiterte Einstellungen. Wenn wir sagen, Länge, Höhe, Breite, ja. Gewicht. Und schon ist Günther eingerichtet. Alles klar. So, zack, zack, das war's. Mit Höhe, Breite und Gewicht. Das Gerät muss als nächstes kalibriert werden, damit sich der Speed, GPS und Gyrosensor aufeinander abstimmt. Okay. Müssen wir einfach mal 2-3 Kilometer hier eine Runde fahren und dann ist das Gerät kalibriert und dann sollte das auch alles. Das macht er aber von alleine. Das macht er von alleine. Gut. Ist ja auch wichtig, ob ich da jetzt dann eingreifen muss, um das zu kalibrieren oder ob er das selber macht. Macht er selber, wunderbar. Telefonpriorität, damit Leni und Toni gleichzeitig das Telefon koppeln können, damit beide, wenn eins klingelt, dann auch beide über die Freisprecheinrichtung erkannt werden. Okay, gut. Also nicht nur ein Telefon, sondern ich kann zwei gleichzeitig. Das ist sehr praktisch, ja. Und das Wichtigste, die Favoritentaste, weil egal was man, in welchem Menü, ob ich irgendwo im Untermenü ja. bin, über die Favoritentaste, länger die Autotaste gedrückt, kann ich mir jede beliebige Punkt hier hinstellen, egal ob es der Lieblingsradiosender, die Heimatadresse, Telefonnummer von der Mutti, von der Frau,
egal was, kann ich hier drauflegen und habe, egal in welchem Menü, einen Schnellzugriff. Ist auch nicht schlecht, ist bestimmt praktisch. Radio navigieren, das sind die zwei Radio Abpunkte. Navigieren und die Rückfahrkamera. Wow, das ist natürlich mal ein Bild, ja. Jetzt könnte man auch noch die Führungslinien noch anpassen. Müsste man mal hinter einem Parkplatz fahren, dass man das ein bisschen ausmacht. Ja. Und das kann man das noch, okay? Die, ganzen Punkte sind dann alle einstellbar. Dann kann man jetzt jeden einzelnen Punkt dann entsprechend aufs Fahrzeug anpassen. Man sieht, man kann wirklich einiges so für sich einstellen, dass man dann damit zurechtkommt. Menü. Kamera. Sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Also ich kann die auch einschalten, wenn der Rückwärtsgang nicht eingelegt ist und auch die Zündung nicht an ist. Also ich kann zum Beispiel nachts oder so, wenn ich denke, da schleicht einer ums Auto, kann ich da hier nach vorne krabbeln. Macht kein Mensch, ja. Aber es geht. Ja, ich habe mir das beim Reden überlegt, ja, dass ich nicht nachts aufstehe, nach vorne gehe, das Radio einschalte, um die Kamera zu aktivieren, um dann zu gucken, ob da einer ist. Da gehe ich lieber so mit der Pompe raus. Diese normale Ladebuchse vom Ducato, die ist ausgetauscht worden zu einer USB-Ladebuchse, die aber mit dem Radio, also mit dem Navigator. Wie nennt ihr das eigentlich? Multimedia? Premium Infotainment-System. Also mit dem Infotainment-System verbunden ist, weil Radio, das sagt es ja nicht aus. So, und schwupp hat er das sofort, diesen USB-Stick jetzt erkannt, um da die Musik abspielen zu können. Das heißt auch, wenn ihr euer Handy da einsteckt zum Laden, wird es automatisch auch mit verbunden. Das probieren wir dann alles mal in Ruhe aus, um vom Handy die Musik zum Beispiel zu spielen oder sowas. Ja. Geht natürlich auch über Bluetooth, aber wenn es zum Laden einsteckt, geht das auch so. Was wir aber jetzt dazu sagen müssen, dass dieses Gerät jetzt von vornherein keinen CD- oder DVD-Player drin hat. Den gibt es nachzurüsten. Das ist dann ein Gerät, der steckt dann... Das ist ein ganz normaler Einbind-Player, den man dann entsprechend im Handschuhfach oder... Achso, der wird dann irgendwo hin verbaut, wo man... Ist. Genau, ja. Weil das ist, da ist jetzt hier kein Platz dafür. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil erstens CD hat ziemlich ausgedient. Jeder hat es irgendwie auf dem Stick, auf dem iPod, auf dem iPad oder nicht auf dem iPad, sondern auf dem iPhone oder auf einem anderen Smartphone. Und DVD, wer guckt schon DVD im Auto hier vorne? Hat ja jeder seinen Fernseher hinten größer mit DVD-Player. Deswegen stört es mich persönlich jetzt überhaupt nicht, dass der diese Funktion nicht hat. Aber wer es möchte, kann sich das dazu buchen sozusagen. Korrekt, ja. Mal zusammenfassend jetzt, vielleicht... Das Gerät heißt? Das Gerät heißt X902D-DUA. So, ich habe es schon wieder vergessen. Ihr kennt mich, ich vergesse das immer sofort, aber da hinten ist die Kiste. Da steht es drauf. Kann ich euch nochmal sagen? Verlinken wir natürlich sowieso. Das ist jetzt das Premium-Modell, was von Alpine für Wohnmobilisten hergestellt wird. Man sieht es auch vielleicht, dass das Premium-Modell ist, weil es einfach von der Größe her schon mal wow ist. Ich sag mal, ihr seid fertig? Wir sind fertig, läuft alles, haben alles getestet. Sehe ich auch so. Ein abschließendes Wort? Ein abschließendes Wort. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem System und dass ihr natürlich so problemlos wie nur möglich an eure Ziele kommt. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir bedanken uns, die Leni ist noch unterwegs, macht nichts, ich mache das jetzt mal auch in ihrem Namen. Wir bedanken uns für den Einbau, für das zur Verfügung stellen des Gerätes, dass wir das mal auf Herz und Nieren prüfen und euch vorstellen. Dem ist, glaube ich, erstmal nichts hinzuzufügen. Ich weiß jetzt schon, dass wir ziemlich viel Zeit damit verbringen werden, um das kennenzulernen. Aber ich merke aber auch auf der anderen Seite schon, dass es relativ einfach ist, weil es, glaube ich, von der Struktur her intuitiv relativ schnell geht, sich da drin zurechtzufinden. Das sehen wir aber dann gleich noch später irgendwann, heute nicht mehr. Da folgt halt dann der Test einfach, die Vorstellung von dem Gerät. Das war jetzt erstmal der Einbau. Ich würde sagen, das ist auch schon mal ganz umfangreich gewesen. Bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss.